Im Herzen des Touch-Rugby-Universums erstrahlt der Capital Cup in all seiner Pracht. Dieses unvergleichliche Turnier, ausgerichtet von Touch Berlin, ist ein Schmelztiegel aus Fairplay, Teamgeist und purer Leidenschaft. Oh, super toll. Das Wetter war sehr schön und alles richtig gut organisiert, also super. Spieler von weit her, sogar aus Ländern wie Dänemark und Schottland, geben sich auf dem Vereinsgelände der Tongemeinde in Berlin 1848 ein Stell-Dich-Ein. Und die Spielregeln sind klar. Beim Touch-Rugby sind harte Tackles tabu. Stattdessen zählen sanfte Berührungen, die den Gegenspieler als getackelt markieren. Nach 6 solcher Berührungen wechselt der Ballbesitz. Spieler dürfen den Ball nicht werfen, sondern müssen ihn durch Berührung mit der Hand an den Mitspieler weitergeben. Ein Versuch, auch Touchdown genannt, wird erzielt, indem ein Spieler den Ball kontrolliert auf den Boden in der gegnerischen Endzone ablegt. Und danach ist es sehr wichtig, immer wieder onside, also die 7 oder 8 Meter zurücklaufen, damit dann wieder richtig verteidigen kann. Besonders charakteristisch ist die Spielweise in gemischten Teams, bestehend aus je 3 Männern und 3 Frauen. Die Mischung fördert nicht nur die Integration beider Geschlechter, sondern trägt auch zu einem dynamischen und ausgewogenen Spielgeschehen bei. Wir haben eine gute Stimmung. Es ist ziemlich klischeehaft zu sagen, alle sind der Meinung, dass es eine wirklich lustige Gemeinschaft ist, in der alle aufpassen und sich gegenseitig anfeuern. Ein herausragendes Beispiel dafür liefert das Team Blue Jays aus Schottland. Mit beeindruckendem Geschick und einer starken Teamdynamik sichern sie sich gegen Science Touch den begehrten Titel. Es war ein wirklich toller Tag mit viel Spaß. Der Capital Cup ist vorbei, aber die spannende Welt des Touch Rugby wartet weiterhin auf dich. Bist du bereit, Teil dieser dynamischen Sportgemeinschaft zu werden? Dann nichts wie ab zum Training. Jeden Montag und Samstag kannst du auf dem Vereinsgelände der TIP deine Fähigkeiten bei Touch Berlin schärfen und dich mit anderen Spielern messen.